Wie liest du eine Stellenanzeige richtig? In diesem Video von Azubio Tutor lernst du, wie Stellenanzeigen in der Regel aufgebaut sind und welche Infos sie beinhalten. Das ist Emma. Sie sucht einen Ausbildungsplatz, fühlt sich aber oft überfordert, wenn sie Stellenanzeigen liest. Wir erklären ihr, auf was sie dabei achten muss. Oft enthalten Stellenanzeigen eine Menge Anforderungen an Bewerber. Seien es persönliche Eigenschaften, praktische Kenntnisse oder schulische Leistungen. Aber keine Panik, du musst diese Anforderungen nicht zu 100% erfüllen. Man unterscheidet zwischen Muss-Kriterien und Kann-Kriterien. Muss-Kriterien sind für eine Einstellung unbedingt notwendig. Hier geht es zum Beispiel um deinen Schulabschluss oder fachliche Fähigkeiten. Sie werden so beschrieben. Wird vorausgesetzt, unbedingt notwendig, nur berücksichtigt, wenn, sie bringen mit, erforderlich sind. Kann-Kriterien werden von den Unternehmen zwar gewünscht, müssen aber nicht zwingend vorhanden sein, zum Beispiel praktische Erfahrungen durch Nebenjobs und Co. Dann wird so formuliert, idealerweise wären von Vorteil, wünschenswert, gerne auch Erfahrungen in, bevorzugt werden Bewerber mit. Gleiche am besten deine Stärken und Fähigkeiten mit den in der Stellenanzeige genannten Anforderungen ab. Wenn du die Muss-Anforderungen erfüllst und zusätzlich das ein oder andere Kann-Kriterium anzubieten hast, dann bewirb dich. Emma weiß jetzt, wie sie Stellenanzeigen richtig lesen muss. Teste auch du dein Wissen auf azubio.de/stellenmarkt. Im Azubio-Stellenmarkt findest du echte Stellenanzeigen, auf die du dich auch gleich bewerben kannst.